Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Batman Arkham Asylum. Wir sind immer noch Batman und auf der Suche nach dem Joker und versuchen natürlich auf unserer Suche auch die kompletten Pläne des Jokers zu zerstören. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Sind das alles? Achso, das sind die vier, die wir da gerettet haben. Hier können wir die Trophäe mitnehmen. So, jetzt müssen wir gucken, was wir hier genau alles fotografieren müssen. Das ist auf jeden Fall nicht. Irgendeiner, der hat einen Antrag gestellt, dass er hier raus will. Hier vielleicht? Auch das nicht. Ha, sonst hier den ganzen Berg. Interessant. Im Moment wüsste ich nicht, was wir hier fotografieren sollen. Wer hier irgendwas beantragt haben soll. So wie ich das Spiel kenne, wird das hier in dem kleinen Raum sein. Irgendwas. Wenn wir hier runtergehen. Und da, wo die Tür halt zu ist. Ah, Moment. Hier ist auch noch ein Gitter. Gucken, wo wir da hinkommen. Da hinten, wie gesagt, kommen wir noch nicht hin. Hier müssen wir erstmal hier gucken. Nein, was machst du denn da, mein Freund? Das war jetzt so nicht geplant. Da wollte ich hin. Ah, jetzt sind wir hier in dem anderen Ding drin. Vielleicht finden wir das ja hier. So, ich mache vorsichtshalber trotzdem nochmal hier das Ding an. Die Detektivsicht. So, hier einmal runter. Und da ist ein Tonband. Das habe ich schon aus den Augenwinkeln blitzen sehen. Patientengespräch Nummer 6. Dr. Crane ist seit 6 Wochen wieder in Haft. Reguläre Sitzungen verliefen ergebnislos. Bin nicht sicher, ob er wirklich wahnsinnig ist. Guten Abend, Steven. Wie geht's dir heute Abend? Ich führe die Sitzung durch, Jonathan. Natürlich. Wenn dir das bei der Bewältigung hilft, ist es das Beste. Lass uns über die Ereignisse vor 3 Wochen sprechen. Was hast du geglaubt, dass du erreichen würdest? Dr. Murphy ist immer noch in Therapie. Ich wollte ihn verstehen. Seine persönlichen Dämonen, seine Ängste. Das ist alles wirklich sehr faszinierend. Aber sie waren ein angesehener Arzt. Ein brillanter Geist. Und jetzt nur ein weiterer Insasse in Arkham. Kann ich einen Drink haben? Einen richtigen? Solche Fragen langweilen mich. Ich fürchte nein. Interessante Wortwahl, Doktor. Wovor fürchten Sie sich denn? Okay, das erste Tonband, was wir gefunden haben, das war also Scarecrow, der jemanden befragt hat. Und die haben den dann irgendwie überwältigt oder sowas. Was zur Hölle sind hier denn für ganz, für die, boah, meine Fresse. Hier ist was los. An Papieren. Vor allen Dingen diese Ordnung hier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon immer so aussah. Da waren bestimmt die Schergen von vom Joker, die das hier alles so ein bisschen kaputt gemacht haben und alles in Unordnung gebracht haben. So, hier wieder runter. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Gucken wir mal da oben in die Tür rein. Was wir da oben in der Tür haben. Der versucht immer noch da jemanden zu bekommen. Bei diesem Teil. Hallo, ist da jemand? Atem auf sich, hört ihr mich? Over. Wo sind wir jetzt? Ist Amadeus verrückt geworden oder war ihm nur schwindelig? Wo sind wir hier? Okay, wenn wir hier weitergehen, kommen wir auf jeden Fall in den Raum rein, wo wir suchen sollen. Aber was ist das schon wieder für ein Rätsel? Du suchst selbst die Aufzeichnungen, Ben? Na, viel Glück! Während wir uns unterhalten, habe ich ein Team, das die Ärztin bearbeitet. Die quetschen die Formel schon aus ihr raus. Ganz zu schweigen von der Armee von Clowns, die da alles auseinandernehmen. So oder so,
finde ich die Formel. Wieso gibst du nicht auf? Los, leg dich hin und stirb endlich. Sei dein bester Freund. Sei dein bester Freund, der hat auch gelitten. Was ist das denn hier für ein Raum? Wieso kommen wir da nicht rein? Der ist komplett zu, aber auf der Karte wird er angezeigt. Und da sind sogar Zähne drin. Haben wir hier irgendwie einen Durchgang? Vielleicht von der anderen Seite? Und da ist die Frau auch schon wieder. Was habe ich vorhin noch gesagt? Du sollst liegen bleiben. Na gut, wir kommen anscheinend hier durch in den Raum hinein, wo die Zähne sind. Dann gehen wir da doch einfach mal lang. Gucken, ob wir da sonst noch irgendwas finden. Ich drücke immer die falschen Knöpfe. So, das sind schon mal 5 Joker-Szene, die wir hier erwischt haben. Aber ansonsten... Was ist das hier? Das könnte doch das sein, was wir suchen, oder? Rätsel gelöst. Ist Amadeus verrückt geworden oder war eben nur langweilig? Okay, damit haben wir Zähne und dieses Rätsel auch schon mal gefunden. Das heißt, wir müssten da wieder raus. Und durch die Tür, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, durch die Tür und dann kommen wir auch zu unserem Ziel. Ja, funktioniert. Sensationell. Also nicht durch die Tür. Das bedeutet ja... dass wir hier wieder zurück müssen und durch den anderen Raum versuchen müssen, da hinzukommen. Unsere Notizen zeigen, dass eine Verbüffung... Moment, ich hier muss dann mir das nochmal vom Riddler anhören. Unsere Notizen zeigen, dass eine befremdliche Bitte um Verlegung in diesem Raum geäußert wurde. Das ist eine befremdliche Bitte um Verlegung. Hallo, hallo. Falls jemand auf diesem Kanal sendet, bitte melden. Ha. Zentralaufsicht, bitte melden. Ich weiß nicht, was der meinen könnte. Ob das wieder ein Fragezeichen ist oder was? Aufsicht, könnt ihr mich hören? Was ist denn, wenn ich mal da hochgehe und von da aus gucke irgendwie? Kommen wir denn da vielleicht drauf? Und von hier aus irgendwie was sehen? Hier sehen wir jetzt so nichts. Eine befremdliche Bitte. Zentralaufsicht, bitte melden. Ha. Arkham-Aufsicht, könnt ihr mich hören? Ja, wie gesagt, das könnte vielleicht da hinten unten in dem Raum sein. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier erstmal wieder raus, versuchen und den anderen Weg mal zu nehmen. Ist hier jetzt wieder alles voll mit Jokers Schergen? Nee. Was war das? Ach nee, war einfach wieder nur eine optische Täuschung. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich lang, oder? Ist das auch abgesperrt? Das ist auch abgesperrt? Wollt ihr mich verarschen? Das ist auch abgesperrt. Dann bleibt ja im Grunde nur noch die Seite. Dann probieren wir es mal von hier hinten. Was ist hier los? Ich weiß nicht. Hier sind eine ganze Armee. Wer war das? Es ist die Fledermaus. Er ist hier. Er muss es sein. Vielleicht war es das. Der Typ ist verrückt. Niemals. Sie atmen immer noch. Zess lässt niemanden am Leben. Hier sind auf... Mir gefällt das nicht. Hier sind auf jeden Fall schon wieder neue Gegner. Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Das heißt, wir müssten hier auf jeden Fall richtig sein. Die sind unbewaffnet, ne? Jo, die sind unbewaffnet. Dann können wir da auf jeden Fall angreifen. Sehr schön. Gute Nacht. Jawohl. Die zwei haben wir weggemacht. 2 Stück, das war überhaupt gar kein Problem für uns. So. Und das heißt für uns, wir müssen jetzt, glaube ich, da durch, richtig? Ja, das ist der einzige Weg, der noch offen ist für uns.
Vielleicht gibt es hier einen Rundgang, der uns dann wieder hier oben hinführt. Schauen wir mal. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Gerät? Ich habe keine Ahnung. Was braucht ein Vogel im Regen? Wahrscheinlich ein Schirm, oder? Würde ich jetzt vermuten. Oh, da sind Gegner. Da ist ein bewaffneter Gegner auf jeden Fall. Vogel im Regen, den Schirm. Der Pinguin! Das ist bestimmt was zum Fotografieren. Jawohl. Vom Pinguin das Zeug. Und wir haben ein Charakterprofil freigeschaltet. Auch wieder vom Pinguin. Und das gucken wir uns jetzt erstmal an, bevor wir hier weitergehen. Kommen wir hier überhaupt irgendwo drauf? Und was ist das hier für ein langer, komischer Gang? Ah, okay. So, da war ich doch schon vorhin richtig gewesen. So, schauen wir mal. Da haben wir den Pinguin. Der Pinguin ist einer der ältesten Feinde des Dunklen Ritters. Der exzentrische Superschurke und bekennende Vogelfreund ist für seine Regenschirme und zwielichtigen Geschäfte gleichermaßen bekannt. Die beliebte Eisberg-Lounge von Gotham dient Cobblepot als Fassade für zahlreiche illegale Geldgeschäfte, die nachhaltig zur Finanzierung der städtischen Unterwelt beitragen. Trotz seiner geringen Größe ist der Pinguin ein gerissener Gegner, in dessen Regenschirmen zahlreiche tödliche Waffen und andere Überraschungen schlummern. Ja, den Pinguin, wer kennt ihn nicht? Das war, glaube ich, sogar der allererste... Nee, Quatsch, der allererste, das müsste der zweite Batman-Film gewesen sein. Ich glaube, damals sogar noch mit dem... Oh, lasst mich jetzt nicht lügen. Da muss ich gerade überlegen, wer war das? War das der Michael Keaton noch damals in den alten Batman... Wo haben Sie hingebracht? Keine Ahnung, Joker erzählt nichts von seinen Plänen. Sie sah ängstlich aus. Vielleicht wusste sie, was kommt. Vielleicht, man sagt, er hat jemanden geholt, der sich um sie kümmert. Ich hätte sie zum Reden gebracht. Wäre lustig geworden. Das müsste Michael Keaton gewesen sein, der da im zweiten Teil von den alten Batman-Filmen war und gegen den Pinguin angetreten ist. So, wie kommen wir jetzt zu dem da? Das ist der Bewaffnete und der da hinten ist suchend. Ich glaube, da kommen wir gar nicht hin, ne? Wir machen mal die Eckendeckung. So, Batarang. Sehr schön, den haben wir erwischt. Ist das alles, was du kannst, Bat? Halt die Schnauze. Sehr schön, haben wir gut getroffen. Auch schön entwaffnet mit der Eckendeckung und dann hinterher noch dem Batarang. So, und das habe ich jetzt bewusst übrigens gemacht. Ihr habt euch bestimmt gefragt, oh, guck mal, da oben können wir auch was aufmachen. Ihr habt euch bestimmt jetzt gefragt, warum ich hier oben nicht weitergemacht habe. Aber ich könnte mir vorstellen, da die noch da waren, dass sie das gehört hätten, wenn wir hier den Sprengeinsatz gemacht hätten. Und da habe ich eigentlich wenig Interesse dran, dass mich irgendjemand hört. Denn wir sind der lautlose Ritter, der durch die Dunkelheit kommt und holen uns hier das nächste Arkham-Ding. Die Insel hat sich in den Jahren wenig verändert. Der Ruf war ruiniert, aber ich schwor, das zu ändern. Als die Häuser wieder auferstanden, sah ich die Zukunft. Eine wundervolle Zukunft. Okay. Ich habe keine Ahnung, was der uns da erzählt. Wobei, ich glaube, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere, müsste es eigentlich, wenn wir alles davon gefunden haben, später den kompletten Text in einem, vorlesen, für uns zu hören geben. Vielleicht gibt es dann etwas mehr Sinn. So, da, hallo? Da einmal hoch. Da haben wir auch das nächste Riddlerrätsel.
Und was ist das da für ein komisches Ding? Keine Ahnung. Ach, das ist hier so vom Joker, so ein komisches Gesicht. Na gut, haben wir das auf jeden Fall auch schon mal gefunden. Jetzt müssten wir gleich eigentlich nochmal auf die Karte gucken, wo wir hier jetzt ganz genau sind. Okay, so wirklich einen Rundgang kriegen wir hier aber nicht zustande, so wie es aussieht. Wir gehen trotzdem mal weiter. Und wenn es hier irgendwann nicht mehr weitergeht, dann stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Da muss ich dann erstmal gucken, wie ich irgendwie weiterkomme. Aber hier an der Stelle scheint es jetzt auch nicht wirklich weiterzugehen. Nö. Hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir mal hier durch die Tür. Jetzt sind wir in der Bibliothek. Sind hier Bewaffnete? Nein, sind sie nicht. Wir können uns hier also durchprügeln. Es ist die Fledermaus! Willkommen in der Bibliothek von Arkham. Geschichte ist so wichtig. Ein traumatisches Ereignis hier, ein Mord da. Genug, um jeden in den Wahnsinn zu treiben. Ich schneide deinen Kopf ab, Batman. Ach, dieser Arsch. Alles okay, Kumpel? Sehr schön. Hat dann da doch noch funktioniert. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt musst du nur noch einen Spaziergang nach unten machen und die hilflosen Geiseln retten. Richtig? So, wir kriegen ein neues Upgrade. Da sind wieder Zähne, die ich gerade schon gesehen habe. Und was hier? Hier ist irgendwas unter uns. So, jetzt muss ich erstmal gucken, von wo sind wir jetzt gekommen. Was wollten wir haben? Hier wollte ich weitergemacht haben, genau. Beim Kämpfen. Und, was ist denn? Ach, A und X sind die beiden, okay. Dann hätten wir auch schon das eine oder andere mal werfen können. Was haben wir denn hier? Ausschalten, Spezialkombo. Ermöglicht Batman nach einer 8-fach-Kombo eine sofortige Ausschaltung, das nicht ab... Was? Ein sofortiges Ausschalten, das nicht abgewehrt werden kann. Nach einer Spezialkombo kann Batman weitere Attacken aneinanderreihen. Nehmen wir auf jeden Fall. Damit verbessern wir unser Kämpfen. B und Y. Ach du Scheiße. Okay, aber ist eigentlich ganz einfach, die Kombination. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier überhaupt haben. Da ist ein Lüftungsschacht. Hier sind Zähnchen. So, haben wir die Zähnchen schon mal weg. Wie sieht es denn hier jetzt überhaupt aus? Ach, guck mal, hier viel scheint es hier ja nicht zu geben. Nach oben würden wir auf jeden Fall noch kommen. Da gucke ich jetzt auch nochmal hoch. Und wir müssen natürlich die Geiseln befreien. Ne? Das ist ja natürlich auch noch eine Sache. Was haben wir hier? Da ist nichts. Da ist ein Bild vom Sharpie. Du verlässt die Party schon so früh? Was ist mit den anderen Gästen? Sie werden einfach sterben, wenn du nicht auftauchst und sie rettest. Dieser Arsch, macht dir hier einfach das Ding an. Ich dachte, wir können da jetzt einfach mal so durchlaufen. Aber nun gut, machen wir hier erstmal das Teil weg. Holen uns die Trophäe, die da drin liegt. So, einmal hier rein. Der Riddler sagt auch schon gar nichts mehr. Was haben wir denn hier noch? Hier ist auch noch ein Durchgang. Oh, das ist ja hübsch. Aber da ist nichts, schade. Und was ist das? Was ist das? Wieso gibt es hier einen Gang? Warte mal. Müssen wir hier doch vielleicht fotografieren? Nee. Aber was macht dann dieser Gang hier für einen Sinn? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Na gut, wir gehen hier wieder runter. Und jetzt müssten wir theoretisch dann hier lang, wa? Gehen wir einfach mal hier weiter. Wir müssen ja noch die Geiseln befreien. Da ist noch ein Gebiss. 10 Joker-Zähne haben wir hier schon mal erwischt. Ach, guck mal einer an. Irgendwas ist da. Ein Geschenk. Da ist ein Geschenk. Oh, wie frustrierend. Du hast gedacht, das würde leicht werden, oder? Hast du heute Nacht nichts gelernt?
In 2 Minuten wird sich der Saal mit Lachgas füllen. Das Publikum wird in Ekstase geraten und dann sterben. Okay, wir haben 2 Minuten Zeit. Was müssen wir machen zur Hölle? Ach, warte mal. Vielleicht müssen wir die Glasdecke sprengen. Moment, dafür wähle ich ja schon mal das Sprengzeug aus. Hoffentlich funktioniert das. Noch eine Minute 30. Ich muss da. Der Boden ist nicht so alt, wie er aussieht. Verstärktes Glas mit Stahlteilen. Die Farben sind nur aufgedruckt. Das Gel wird ihn nicht zerstören. Okay, das funktioniert schon mal nicht. Waren wir hier ganz oben schon? Hier ganz oben waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Da geht es nicht lang. Hier ist noch was. Ja, es sieht aus, als ob wir hier scheitern werden. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, was wir tun sollen. Wo sind wir jetzt? Sind wir hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Wo sind wir jetzt gelandet? Weißt du noch die Geißel? Für sie beginnen jetzt die letzten 60 Sekunden, in denen sie sich ans Atmen erinnern. Tick, tack, tick, tack. Ja, ich versuche doch schon alles. Sind wir hier richtig? Ich habe keine Ahnung, ob wir hier noch richtig sind. Warte mal. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall... Komm runter, runter, runter. Wo sind sie? Komm. Oh, Gott sei Dank. Danke, Batman. Sind sie alle weg? Ja, sie sind in Sicherheit. Was ist passiert? Es geschah alles so schnell. Einige Patienten sind reingestürmt und haben alles auseinandergenommen, als ob sie etwas suchten. Bill hat sich gewehrt, aber es waren zu viele. Sie haben Dr. Young mitgenommen. Sie kam hier reingestürmt und sie sind hinterher. Es tut mir leid. Als ich zu mir kam, waren wir alle gefesselt. Doc Young war weg. Ziel erreicht, befreie die Geiseln. Meine Fresse, liebe Freunde, hier ist ja wieder was los. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich will aber auf jeden Fall nochmal nach ganz oben. Denn ich will gucken, ob wir da noch irgendwie was übersehen haben. Da ist noch ein Lüftungsschacht. Das ist sowieso, das ist im Moment so ein bisschen chaotisch hier. Nehmen wir mal den Lüftungsschacht noch. Die Folge wird ausnahmsweise auch mal ein bisschen länger. Ich spiele jetzt noch bis zum nächsten Kontrollpunkt. Und dann werde ich die Aufnahmesession erstmal wieder beenden. Deswegen an dieser Stelle ein etwas längerer Part. Ich hoffe, ihr kommt damit klar. Aber ihr freut euch ja immer wieder über längere Parts. Hoffe ich mal zumindest. Puh, das war aber echt eine knappe Sache. Wir hatten nur, wie gesagt, nur noch 60 Sekunden. Und ich wusste echt nicht mehr, wo wir hier hin müssen. So, was haben wir denn hier überhaupt noch? Haben wir hier überhaupt noch irgendwas, was wir tun sollen? Gibt es hier überhaupt einen Ausgang? Ne, hier gibt es gar keinen Ausgang mehr. Ach du Heiliger. Das heißt, wir müssen da oben doch irgendwie was finden, um weiterzukommen. Das ist ja interessant. So, jetzt müssen wir erstmal hier runter. Suche in der gesamten Villa nach Dr. Youngs Notizen. Ja, das ist, habe ich mir schon beinahe gedacht. Dazu muss ich aber auch erstmal die gesamte Villa sehen. So, wir sind jetzt hier, dann können wir da durch. So, jetzt ist die Frage. Hier ist gar nichts, ne? Ach, jetzt weiß ich auch, wofür die Gänge sein sollen. Das ist einfach nur, um noch mehr Zeit zu verschwenden. Und das soll halt dem Joker dabei helfen, die Geiseln zu töten. Das erklärt natürlich einiges. So, das haben wir gemacht. Jetzt sind wir hier ein Stockwerk tiefer, ne? Jo, jetzt sind wir hier noch ein Stockwerk tiefer. Jetzt können wir hier einmal immer noch nicht durch. Okay, wieso geht's hier nicht durch? Warum zur Hölle geht's hier nicht durch? Mal kurz gucken, ob wir da irgendwas sehen. Ne, von hier aus sehen wir nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Das heißt, hier ein Stockwerk. Nein, ich wollte nicht nach ganz unten. Da wollte ich hin. Aber auch hier in dem Stockwerk ist gar nichts, oder? Oder kommen wir hier jetzt durch? Da kommen wir auch nicht durch. Noch ein Stockwerk tiefer. Bitte nicht, nicht nach ganz unten, Junge.
So. Da ist auch zu, da ist eine Audiodatei. Ah, okay, hier müssen wir wieder ein anderes Gerät haben, um weiterzukommen. Haben wir da im Lüftungsschacht schon geguckt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, da waren wir schon, ne? Aber was war denn da noch? Ach, da war nur das Riddler-Rätsel, ne? Ja, da war nur das Riddler-Rätsel, okay. So, die haben wir auf jeden Fall befreit. Das ist schon mal ganz gut. Und das ist jetzt wieder das, wo wir vorhin schon vorstanden. Das heißt, wir müssen hier dann doch wieder raus. Da müssen wir mal eben gucken. Durchsucht die, die Arkham Villa, um Dr. Youngs Forschungsergebnisse vor Joker zu finden. Untersucht Dr. Youngs Büro. Das ist ja schön, dass ich das untersuchen soll, aber ich finde irgendwie keinen Weg rein. Oder ich habe einfach was übersehen. Das könnte natürlich auch sein. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück. Da müssen wir dahin. Hallo? Müssen wir hier durch? Und da haben wir auch die Speicherstelle. Dieses teuflische Puzzle, was? Gucken wir nochmal eben kurz rein. Dieses teuflische Puzzle kam buchstäblich aus dem Nichts. Bitte was? Ein Puzzle, was buchstäblich aus dem Nichts kam? Das ist doch bestimmt wieder irgendwie so ein... Irgendwie so ein Riddler-Fragezeichen oder sowas. Na gut, aber liebe Freunde, ich würde an dieser Stelle sagen, da wir jetzt einen Kontrollpunkt hatten, werde ich an dieser Stelle den Part beenden. Wir haben jetzt mit 27 Minuten einen extra sonderlangen Part. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach zum nächsten Part von Batman Arkham Asylum wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.